Ein sehr, sehr großes Thema, auch Thema meines Workshops, ist übrigens, wie bleibe ich im Gedächtnis meiner Kunden? Wie schaffe ich es, eine Gedächtnispräsenz zu schaffen? Nummer 1. Sobald ich unterwegs bin auf einer Veranstaltung, spreche ich sofort mit dem Location-Besitzer, mit der Verantwortlichen für diese Veranstaltung vor Ort, spreche mit dem Fotografen, spreche mit dem Barkeeper. Ich versuche einfach Connections aufzubauen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, eine Beziehung aufzubauen. Und somit ist es schon mal leichter, dass du für die nächste Veranstaltung in irgendwelchen Köpfen gespeichert bist und du empfohlen wirst. Nummer 2, Social Media. Die Personen, die ich gerade angesprochen habe, also Location-Besitzer, Barkeeper, bla bla blub, versuche ich alle auf den jeweiligen Social Media Kanälen zu adden, damit ich weiterhin in deren Gedächtnis bleibe. Nummer 3, Flyer, Visitenkarten, Giveaways. Es ist so oft der Fall, dass keine Visitenkarten dabei sind, was aber nicht schlimm ist. Und zwar, wenn keine Visitenkarten dabei sind, erkläre ich der Person sofort, ey, sorry, ich habe heute keine dabei, lass mich doch gleich mal auf Facebook adden. Und somit bist du dann auch gleich wieder im Gespräch. Also das Visitenkarten-Ding nicht irgendwie, oh, ich habe keine Visitenkarten dabei, sondern wirklich, ey, sorry, hab keiner dabei, aber bist du auf Facebook, bist du auf Instagram, bist du auf LinkedIn, also sofort da einen anderen Weg finden. Flyer. Ich habe immer ein Pack Flyer dabei, die vor mir liegen auf meinem DJ-Pult. Ich stehe nicht auf irgendwelche Aufsteller, das ist Geschmackssache, mein Ding ist es nicht. Und ich lasse immer ein Pack Flyer einfach in der Location liegen und es kamen schon so oft Brautpaare, Firmen auf mich zu, weil die Location meinen Flyer, den ich liegen gelassen habe, weitergegeben hat. Zum Newsletter. Ich habe keinen Newsletter mehr und zwar aus folgendem Grund. Es ist einfach unfassbar aufwendig, einen amtlichen Newsletter zu machen. Und wenn man einen Newsletter haben will, muss er amtlich sein. Die Leute bekommen am Tag 10, 15, 20 Newsletter und wenn deiner einfach nicht cool ist, dann wird der sofort weg und du bekommst Nachrichten, nämlich aus der Mailingliste und so weiter. Ich habe Mailinglisten. Unterschied zum Newsletter ist der, dass ich meine Mailinglisten selber erstelle. Also zum Beispiel gibt es die DJ-Mailingliste von DJs, die mich angeschrieben haben, die Tipps von mir haben wollen, die Playlists von mir haben wollen. Es gibt Mailinglisten mit coolen Brautpaaren, wo ich wirklich extrem gute Hochzeiten gemacht habe. Und es gibt Liste mit Wedding-Hochzeitsdienstleistern und es gibt eine Liste mit B2B-Kunden und Agenturen. Ich versuche das wirklich sehr, sehr sparsam zu halten, weil das Mailfach, das Postfach ist ein sehr, sehr sensibles Thema, das man nicht überstrapazieren darf. Und ich versuche es auch immer sehr, sehr persönlich zu machen. Alle 8, 9, 10 Wochen mal eine E-Mail an diese Gruppe reicht auch vollkommen aus, um immer wieder mal so einen kleinen Anker zu setzen. Ey, ihn gibt's noch, er macht gerade das und das. Vielleicht können wir mal wieder buchen, vielleicht müssen wir mal wieder an unsere Leute empfehlen. Also da kam auch schon sehr, sehr viel zurück. Giveaways. In meinem Fall ist ein Giveaway ein Mixtape. Ich mache ein Mixtape, stelle Musik zusammen, lass die auf CD brennen und rufe ausgewählte Leute an. Ey, schon lange nichts mehr gehört. Wie war es denn so und so? Schon Urlaub gebucht? Wie geht's dir denn? Und so weiter. Und ich habe ein neues Mixtape. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Darf ich es dir zuschicken? Gib mir doch mal deine Adresse. Und die Leute freuen sich extrem und es gibt tatsächlich Menschen, die hören seit eineinhalb Jahren im Auto nur meine CD. Echt cool. Also auch wenn du ein Jahr lang nichts von denen hörst, triffst du auf einer Veranstaltung wieder und es kommt jemand und sagt, dein Mixtape, echt cool, hat mich extrem gefreut, schick mir bitte mehr davon. Der wichtigste Punkt, der allerwichtigste Punkt, aber auch der selbstverständlichste und deshalb kommen wir zum Schluss, ist, es bist du. Es ist dein Produkt, es ist deine Dienstleistung, die verkauft. Versuch anders zu sein. Versuch alles anders zu machen, als irgendjemand sie jemals versucht hat. Also es gehört so viel dazu. Versuch dich besser zu ernähren, damit du besser aussiehst. Versuch ins Fitnessstudio zu gehen. Versuch laufen zu gehen. Arbeite an deiner Aussprache. Das müsste ich zum Beispiel oder das muss ich tun.
erhöhe überall deine Standards und versuch überall besser zu werden. Und da wird sich auch dein Kundenkreis erweitern. Es werden welche unten rausfallen, ist aber egal, weil sich oben neue ergeben. Und das ist der ganz, 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 ganz große Punkt. Ich finde, das ist locker 70, 80 oder sogar noch mehr Prozent deines Erfolgs ausmacht, wie du als Person gegenüber deinen Kunden, deinen Mitmenschen bist. Schwere Kost heute, aber egal, ob ihr Hobby-DJ seid oder Profi-DJ, ihr wollt ja wirklich Gas geben und wollt mehr erreichen, wollt mehr Gigs und wollt eventuell auch besser bezahltere Gigs. Von daher tue ich das hier, aber ich will auch lernen. Ich will von euch lernen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr macht, um Gedächtnispräsenz bei euren Kunden zu haben, um die Kunden an euch zu binden. Was habt ihr für Mittel, um zu werben? Was tut ihr? Also haut es in die Kommentare, gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Besucht mich auf Instagram und auf Facebook und ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen.